Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ja, selbstverständlich müssen wir wieder über das neue Lucky Luke Band reden. Ich weiß, es ist schon ein paar Wochen auf dem Markt und die Kritik kommt jetzt ein bisschen später, aber besser spät als nie. Und es ist ja nicht ein Comic aus der Lucky Luke Comic Reihe, denn seit dem 100. Geburtstag von Lucky Luke gibt es ja immer wieder kleine Hommage-Comics von anderen Zeichnern, von anderen Textern, die ja ganz, ganz eigene Lucky Luke-Geschichten erzählen. Und ich mag sie. Sie sind auch verdammt erfolgreich, sie werden gut abgefeiert. Und ich finde es immer toll, wenn man so frische Ideen da reinbringt. Zeichner oder Autoren, die mit Lucky Luke groß geworden sind und ihre eigene Geschichte erzählen können. Und die Hommage-Comics sind wirklich gut. Und wir haben mittlerweile, ja, wir reden jetzt schon über den 6. Band, nämlich die Ungezähmten. So, da haben wir, zeigen das einmal ein bisschen mit der Kamera. Und es sieht schon cool aus, oder? Man sieht schon wieder, Lucky Luke muss wieder Kindermädchen spielen und das schreit doch nach Witz und Abenteuer. Und wir haben hier, das finde ich auch immer gut, die Rückseite ist dann ein bisschen anders. Der Mann, der einen Zaun erschoss. Ja. Ja, ganz witzig. Und was jetzt ganz neu ist in den Lucky Luke Comics, in den Hommage Comics, dass wir jetzt auch alle Hommage Comics hier hinten abgebildet haben. Mag ich sehr. Hier sind alle 6 Stück drauf. Alle 6? Ja, alle 6. Und ja. Ich finde davon kein schlecht. Es gibt ein paar Ausnahmen, die besonders gut sind, aber die Hommage-Comics sind wirklich alle sehr gut. Und dieses Hommage-Comic ist gemacht worden, Text und Zeichnung von Platsch. Und Platsch ist ein französischer Comiczeichner, der in den 90er Jahren ziemlich berühmt geworden ist in Frankreich. Er hat eine große Anerkennung bekommen. Hier in Deutschland sehr unbekannt. Seine Werke, ich glaube, sind nur 4 oder 5 Comics in Deutsch übersetzt worden und hier veröffentlicht worden. Ansonsten war da nicht viel. Und er heißt ja eigentlich im wirklichen Leben Christian Hinker. Und ich mag seinen Lucky Luke-Stil. Also ich finde das ja gut, jeder zeichnet den Lucky Luke halt dann immer ein bisschen anders. Und in diesem Comic sieht die Zeichnung halt einmal, ja, lässiger aus. Lässig. Erinnert mich so ein bisschen an Tim und Struppi. Weiß nicht warum, aber die Zeichnung hat mich ein bisschen dran erinnert. Alles gut. Alles super. Die Zeichnung, man muss sich erstmal dran gewöhnen, aber alles okay. Es ist, ich mag es. Ja. Ja, doch, alles gut. So, jetzt zu der Geschichte. Und ich werde natürlich am Ende des Videos ja, eine Bewertung abgeben. Und genau, ihr wisst, ich bin großer Lucky Luke-Fan. Ich werde jedes Comic von Lucky Luke kritisieren. Die Filme, die Serien, alles Mögliche. Alles auf diesem Kanal. Deswegen abonniert gerne diesen Kanal. Ich habe schon etliche Comic-Kritiken gemacht zu Lucky Luke. Könnt ihr euch alle mal ein bisschen anschauen. Ja, und jetzt reden wir mal über die Geschichte. Und die fängt eigentlich ziemlich spannend an. Er bringt wieder einen Gefangenen zum Sheriff. Er wird eingesperrt. Dann trifft er auf einmal auf 2 Kinder, 2 Waisenkinder und er sagt, ja, wo sind denn deine Eltern? Ja, die sind weg, die sind verschwunden und euer Bruder kommt gleich wieder. Und Lucky Luke so, ja, wer ist denn euer Bruder? Ja, der und der, scheiße, sagt er, den habe ich ja gerade eingesperrt in den Knast. Der Bruder kommt wohl nicht wieder. Und eure Eltern sind verschwunden, ja, sind verschwunden und bla bla bla. Ja, und dann steht Lucky Luke da und sagt, Mist, dann muss ich jetzt erstmal ein bisschen auf die aufpassen. Und die beiden sind natürlich kleine Kinder, die verspielt sind, ein bisschen durcheinander sind, sehr viel Mist machen. Und Lucky Luke ist schon wieder am Rande seiner Nerven, weil er kann halt nicht so mit den Kindern. Das sagt er auch selber, mit Kindern, da hat er kein Händchen für. Und er möchte sie am liebsten auch immer wieder abgeben. Er gibt die zwischendurch auch ab zu einer Tänzerin im Saloon, die soll auf die Kinder aufpassen und so weiter und so fort. Es ist immer sehr viel Witz dabei. Ja, und ja, da macht er sich mehr oder weniger auf der Suche nach den Eltern und die Eltern haben da selbstverständlich, ja, es sind Gangster, es sind Banditen, die haben großen Raub gemacht mit einer Bande und sind mit der Kohle abgehauen, die Bande ist auch hinter dem Geld her. Dann haben die Eltern ihren Tod vorgetäuscht und es ist wirklich eine spannende Geschichte mit sehr vielen Twists, das finde ich immer sehr gut. Und ich finde es auch immer sehr gut, dass diese Geschichte nicht vorhersehbar ist. Man weiß nie so richtig, was passiert. Es werden auch immer wieder neue Figuren mit reingebracht, was ich sehr spannend finde, weil die Figuren
Figuren, alle, die dort reingebracht werden, nicht irgendwie nur da sind, sondern auch wirklich eine Hauptrolle spielen, einen wichtigen Teil der Geschichte ist. Und das mag ich besonders an dieser Geschichte. Und Lucky Luke hat natürlich er hat wirklich viel zu tun. Er muss sich um die Kinder kümmern. Er muss die Eltern suchen. Dann hat er halt die Bande von Banditen im Nacken, die Eltern auch suchen, weil die wollen ihre Beute wieder haben und so weiter und so fort. Und er ist wirklich am Kämpfen, am Machen und am Tun. Und es ist spannend, es ist sehr witzig dabei. Es ist eine gute Mischung aus allen, auch nie albern. Und manchmal ist Lucky Luke dann auch wirklich in Gefahr und es passt alles ganz gut. Und selbstverständlich sind die Eltern nicht ertrunken oder so weiter. Natürlich haben die den Bruder, der ja noch im Knast sitzt, dann aber freigelassen wird. Der weiß natürlich, wo die Eltern stecken. Die sind in einer Stadt. Dort sollen die hinkommen mit den Kindern. Und dort wollen die dann mit der Beute abhauen. Und natürlich läuft das alles nicht so, wie es laufen soll. Und die Banditen treffen auf die Eltern. Lucky Luke ist dazwischen und muss die Eltern retten. Dann aber auch wieder auf die Kinder aufpassen. Und Essen reißt es durcheinander. Und Lucky Luke steht da immer so, meine Fresse. Dann kommen auch noch Indianer ins Spiel. Wow, weil die Indianer müssen zwischenzeitlich auch auf die Kinder aufpassen, weil die werden immer hin und her gereicht. Keiner möchte die Kinder behalten, weil die so anstrengend sind. Und, es ist sehr witzig. Auch Jolly Jumper spielt hier auch eine kleine Rolle. Das ist auch mal ganz gut, den zu sehen. Er spielt hier nicht die Hauptrolle, aber es ist immer so schön zu sehen, wenn Jolly Jumper zwischendurch auch ein bisschen was zu tun hat. Finde ich sehr gut. Ja, am Ende wird natürlich nachher alles gut. Die Kinder spielen natürlich auch eine große Hauptrolle nachher wegen der Beute, denn die Beute ist in ein Loch versteckt, in einem tiefen Loch, wo nur ein Kind reingehen kann mit so einer Leine. Und das Kind darf keine Angst haben. Und der kleine Bengel hier, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt in dem Comic, ist ein bisschen verstört, ein bisschen psychisch verstört in diesem Comic. Und der hat auch keine Angst vor nichts. Und er kann nur die Beute rausholen und so weiter und so fort. Es ist sehr spannend. Schafft er es nachher am Ende? Das Band reißt und so weiter. Das ist schon sehr gut gemacht. Am Ende ist natürlich alles wieder gut. Lucky Luke rettet selbstverständlich am Ende den Tag. Alle sind glücklich und zufrieden. Das ist nun mal in so einem Comic so. Als ich das gelesen habe, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das Comic hat. 46 Seiten, also meistens ist es immer so 42, 43 Seiten, 46 Seiten, vollkommen okay. Und ich sag, es ist auch sehr gut gezeichnet, es ist sehr viel Text auch und das ist immer sehr gut. Ich mag das, wenn man ein Comic nicht nur immer so wegliest, sondern dass man richtig was zu tun hat. Also wenn man da in der Sprechblase nur ein, zwei Sätze hat, da hat man so einen Comic eben schnell durch. Und durch dieses viele Erzählen, wirkt so ein Comic auch viel länger, viel intensiver. Die Geschichte wird mehr aufgebaut, die Charakter haben mehr Kraft und das mag ich. Und wenn ich dieses Comic jetzt bewerten sollte, von der Skala 1 bis 10, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht das beste Hommage-Comic, was ich da gelesen habe. Das Beste war, glaube ich, der Mann, der Lucky Luke erschoss und Wanted, fand ich ziemlich cool. Lucky Luke sattelt um, auch alles okay, ich mochte alle, aber der Mann, der Lucky Luke erschoss, war schon eine Hausnummer, war schon eine richtig geile Hausnummer. Wanted war auch ziemlich cool. Ich würde dieses Comic jetzt bewerten mit das von der Skala 1 bis 10, schwer. Wie gesagt, es ist nicht das beste Hommage-Comic, aber auch nicht das schlechteste. Ich gebe so ein Durchschnitt-Comic, Durchschnittsbewertung von 6,5 Punkte bis 7 Punkte, irgendwie so dazwischen. Das ist für so einen Comic, glaube ich, ganz gut. Ich hatte sehr viel Spaß. Es war mal wieder was anderes, eine andere Geschichte, neuer Aufbau. Ich mag es wirklich gerne und das schaffen die in den Hommage-Comic. Ich bin gespannt, ob die Serie jetzt wirklich weiterführen, dass es vielleicht nochmal einen 7., 8., 9., 10. Band geben wird. Ich würde mich tierisch drauf freuen, wenn sie diese Comic-Reihe so weiterführen. Immer mit anderen Autoren, Zeichner. Ich hätte da richtig Bock drauf. Ich feiere die voll ab. Gerne mehr davon. Und Lucky Luke
wird weiterleben. Man, es ist geil, es ist super. Ich würde mich noch freuen, wenn es noch einen neuen Kinofilm irgendwann mal geben würde. Ach, ja, das wäre schon geil. Und noch eine kleine neue Serie. Ich würde das abfeiern. Genau. Ja, das war meine Kritik zu Die Ungezähmten. Wie gesagt, falls ihr keine Kritik von mir verpassen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Man sieht sich. Bis dann. Ciao.